Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal Alternate mit dem Alternate We Love Gaming PC 30 Jahre Edition für 1599 € anstatt 1899 €. Dieses Video wird unterstützt von meinem Partner CDK Deals. Dieser ermöglicht euch Windows, Office und weitere Lizenzen zu Bestpreisen zu erwerben. Falls ihr einen PC ohne Windows 10 gekauft habt, bekommt ihr hier die Möglichkeit, einen offiziellen Lizenzschlüssel zu kaufen. Mit meinem Rabattcode PCHK erhaltet ihr ganze 30% auf Microsoft-Produkte. Zahlen könnt ihr ganz bequem, zum Beispiel via Visa, Sofortüberweisung, PayPal und so weiter. Danach findet ihr den Lizenzschlüssel in eurem Benutzerkonto und könnt Windows in den Einstellungen ganz einfach aktivieren. Wie ihr hier sehen könnt, funktioniert der Schlüssel einwandfrei und ihr habt später sogar die Möglichkeit, kostenlos auf Windows 11 zu upgraden. Zuallererst müssen wir eine ganz wichtige Sache klären. Die Lavalampe ist aus. Ja, die Glühbirne ist kaputt. Und es ist natürlich so eine beschissene E14 25 Watt Kackglühbirne, die ich nicht mal eben so im Haushalt liegen habe. Deswegen müsst ihr euch dran gewöhnen. Die Lavalampe ist jetzt erstmal aus. Ersatz ist bestellt. Die zweite wichtige Sache ist, ich weiß nicht, was im Moment los ist. Hier geht es ganz schön ab, was die Subs angeht. Und zwar fehlen nicht mehr viel bis zu den 5000 Subs, also Abonnenten. Ich verlose ein Mauspad. Habe ich schon mal gemacht. Aber ich habe Mauspads ja tatsächlich. Das hat eine Größe von 300 × 700 mm. Ich denke, das passt auf die meisten Tische. Die überdeckt quasi, also das überdeckt Tastatur und Maus. Unterdeckt, überdeckt. Auf jeden Fall von der Fläche her könnt ihr Maus und Tastatur draufpacken. Ist RGB beleuchtet, ihr seht es ja auf dem Bild. Wer Bock darauf hat, einfach einen Kommentar schreiben. Ich mache jetzt hier nicht so eine Scheiße mit, ey, folgt mir auf Insta, folgt mir hier, folgt mir da. Nein, einfach einen Kommentar schreiben. Und wenn ihr nur schreibt, ich bin nur wegen dem Mauspad hier, ist mir völlig egal. Macht das ruhig. Zur Feier des Tages, der Woche, wie auch immer. Ist gut angekommen jetzt so. Die letzten Videos waren wohl sehr, sehr gut. Ja, dann machen wir das einfach mal, ne? Kommt dann kostenfrei zu euch nach Hause. Ihr müsst natürlich damit einverstanden sein, dass ihr mir die Adresse schickt. Ich mache damit auch keinen Schmu. Ich schicke da einfach nur das Mauspad hin, dann bin ich fertig damit. Gut, und jetzt schauen wir uns diesen PC an. Erst zu diesem Bild hier, das ist halt nur das Gehäuse. Und auch wirklich nur das Gehäuse. Gut, es gibt hier noch weitere Bilder. Die sind aber auch nicht sonderlich fake. Es sieht ungefähr so aus. Das stimmt schon, was hier so steht. Keine sonderliche Beleuchtung oder ähnliches, was nicht wirklich drin ist. Das passt. Das Schöne an Alternate ist, klar, es ist nicht sonderlich übersichtlich, aber man sieht zumindest, was wirklich drin ist. Und wir starten auch direkt mit dem Gehäuse. Das ist das BeQuiet Pure Base 500. Ja, ist halt nichts Besonderes. Ist ein gutes Gehäuse, technisch gesehen. Aber nicht viel Bling-Bling oder so. Es ist schallgedämmt. Das ist wirklich für die Leute, die sich denken, ich packe mir die Kiste dahin, habe viel Leistung und wirklich kein Bling-Bling wie RGB-Beleuchtung oder so. Das passt, das ist okay. Hat vorne schon einen 140 mm Lüfter, hat hinten auch einen 140 mm Lüfter. Das heißt, soweit ist der Airflow gegeben. Das System ist sowieso nicht so krass leistungsstark, dass da jetzt die enorme Abwärme irgendwie entsteht. Das passt also auch soweit. Und das kostet 71,87 € bei Mindfactory. Als Prozessor bekommen wir einen Intel Core i5-12600K. Ja, den hatten wir jetzt auch schon öfters in den Videos. Der hat eine TDP von 125 bis 150 Watt, hat 10 Kerne, also 6 Performance-Kerne und 4 Efficiency-Kerne, beziehungsweise 16 Threads, also 12 Performance-Kerne mit den 4 Efficiency-Kernen. Das ist einfach so, die Efficiency-Kerne, die arbeiten dann, wenn ihr wirklich nur, weiß ich, YouTube guckt oder so ein bisschen nebenbei arbeitet. Wenn ihr zockt, schalten sich die Performance-Kerne zu. Dementsprechend wird wieder mehr Abwärme erzeugt. Zu dem Thema kommen wir gleich noch. Unterstützt offiziell DDR5 4800 oder DDR4 3200 MHz. Ihr könnt ihr natürlich auch ein bisschen höher betreiben, das ist kein Problem, aber das gilt dann irgendwo schon als Overclocking. Das ist das, was der Hersteller garantiert, was läuft. Alles darüber hinaus ist dem Endkunden überlassen. Das heißt, ihr steht dann dafür, gerade wenn ihr jetzt irgendwas Dickeres einbaut, sagen wir 3600er oder gar 4000 MHz RAM im DDR4-Bereich, dann, wenn er dann abraucht bzw. instabil läuft, abrauchen tut er nicht, dann seid ihr dafür verantwortlich und könnt nicht Intel, sag ich mal, zur Rechenschaft ziehen. Ja? Hat auch eine integrierte Grafikeinheit. Braucht ihr nicht, habt ihr eine Grafikkarte. Aber das Coole ist, raucht euch mal die Grafikkarte ab, könnt ihr damit immer noch mehr oder weniger arbeiten, zumindest an die Daten rankommen oder so. Und er kostet 287 € bei Mindfactory. Als CPU-Kühler bekommen wir einen BeQuiet PureRock 2 Black. Ja, und da wären wir auch schon beim Thema. Der hat eine TDP von 150 Watt. Zur Erinnerung, der Prozessor hatte 125 bis 150. Man weiß aus Erfahrung, dass sich die Prozessoren auch durchaus mal mehr genehmigen. Mein Ryzen hier zum Beispiel, der steht irgendwie mit 105 Watt da oder 120, irgendwie so aus so einer Art. Und ich habe hier ein Display, da wird mir teilweise 144 Watt angezeigt und da Volllast natürlich, wenn ich jetzt render oder so. Dieser Lüfter bzw. CPU-Kühler wird dafür wahrscheinlich nicht reichen. Das würde ich jetzt mal so behaupten. Wenn ihr ganz normal zockt und so, okay, spielt ihr mit dem Gedanken zu streamen und womöglich noch über den Prozessor zu rendern, was ich so nicht empfehlen würde, aber würdet ihr das machen, kommt er schon an seine Grenzen. Und erst recht, wenn ihr vielleicht irgendwie plant, ein paar YouTube-Videos oder so zu machen und dann zu rendern,
dann wird es schon sehr muckelig. Auch wenn ihr im Dachgeschoss wohnt, ich sage es immer wieder, 30 Grad im Sommer, was soll er da noch großartig kühlen, ne? Das wird dann schon krass. Also ich hätte einen anderen genommen. Das System funktioniert natürlich, ist auch schön, dass es nicht der Stockkühler ist, aber schon hardcore. Also mich würde es wundern, wenn ihr damit dann keine Temperaturprobleme bekommt. Wer das System zu Hause hat, kann es ja gerne mal testen. Und mir dann bitte auch berichten in den Kommentaren. Und du hast dann noch die Chance auf das Mauspad, ist auch gut. Und der kostet 36,77 € bei Mindfactory. Arbeitsspeicher ist der Kingston Fury Beast, 16 GB. Davon haben wir 2 belegte Speicherbänke, das heißt, er ist im Dual-Channel. DDR4 3200 MHz. Gut, es ist 3200 MHz RAM. Ich wäre persönlich auf 3600 gegangen, da habt ihr noch ein paar FPS mehr. Lasst es 3, 4, 5% sein. Daniel hat dafür auch ein schönes Video gemacht, also Kreativecke. Was bringt eigentlich? Und dann diese RAM-Geschichte, guckt euch ruhig mal an. Es ist einfach so, die bauen jetzt natürlich 3200 MHz ein, weil sie sich darauf verlassen können, dass der dann auch stabil läuft. Weil wenn Alternate von sich aus jetzt auch hergeht, 3600er verbaut und der Kunde hat Probleme mit dem PC und es lief wirklich am RAM, ja, dann steht Alternate ja, ne? Also ich hätte zwar persönlich 3600er genommen, 3200 ist aber in Ordnung. Auch in dieser Preisklasse. 16 GB, ja, ist auch noch okay. Und mit dem RAM hatten wir persönlich noch nie Probleme. Ich berichte ja gerne mal G-Skill Aegis oder so, die machen gerne Probleme, der hier nicht. Und er kostet 70,97 € bei Mindfactory. Datenspeicher 1 TB und zwar ist das ein M.2-System mit einer Lesegeschwindigkeit von 2400 MB die Sekunde und Schreibgeschwindigkeit von 1800 MB die Sekunde und zwar die Crucial P2. Ja, 1 TB ist noch in Ordnung. Es hätte durchaus noch ein bisschen mehr sein können. Irgendwie eine HDD oder so noch dabei schustern. Aber gut, damit kommt ihr erstmal klar. Ihr könnt ja hinterher selber noch erweitern. Wenn ihr jetzt das Gehäuse aufmacht und zum Beispiel noch eine HDD da reinschmeißt und die anklemmt, dann verliert ihr auch keine Garantie. Das ist dann schon okay. Aber meiner Meinung nach hätte es vielleicht ein bisschen mehr sein können. Wir haben auch noch ein bisschen Puffer, was den Preis angeht, aber das seht ihr ja gleich bei der Liste. Aber mit 1 TB werdet ihr erstmal klarkommen. Wenn ihr jetzt nicht solche Spiele habt wie Ark Survival Evolved, ich sag's immer wieder, in den Kommentaren kriege ich auch immer wieder Sachen. Teilweise sind da Leute, die haben alle Mods und so, 500 GB, frisst nur das eine Spiel. Plus Windows, plus die ganzen anderen Programme. Aber wie gesagt, erstmal werdet ihr damit klarkommen. Und die kostet 84 € bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine Asus GeForce RTX 3060 Ti Dual OC V2 LHR. Ja gut, hier wissen wir wirklich mal, was ihr für eine bekommt. Und zwar ist das diese hier, Dual Fan Design. Die sind dafür bekannt, ein bisschen lauter zu werden. So ein Triple Fan Design wäre da vielleicht besser gewesen, dass die Lautstärke nicht so krass ist. Die zwei Lüfter, die da drauf sind, reichen natürlich aus. Aber wie gesagt, die werden sehr laut. Ist eine gute Grafikkarte. Danach kommen noch die 3070, 3070 Ti, 3080, 3080 Ti, 3090. 3090 ist Quatsch für Gamer sowieso. Aber AMD hat auch noch ein paar Karten. Das ist jetzt nicht Einsteigerklasse. Ihr könnt damit AAA-Titel auf jeden Fall gut spielen. Es kommt immer darauf an, welche Einstellung, ob ihr WQHD zockt, 4K oder ähnliches. Cyberpunk mit 4K wird ihr auf jeden Fall nicht schaffen. Das kann ich euch so sagen, wie es ist. Aber fürs ganz reguläre Zocken ist das schon okay. Den FPS-Test dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und die kostet aktuell 630,08 € bei eBay. Das ist der Okluge-Shop. Okluge, den gibt's schon ewig. Also der ist wirklich legit. Das kann jetzt auch ruhig eBay sein, das ist okay. Mainboard ist ein Asus TUF Gaming B660 Plus Wi-Fi D4. Ja, jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum B660? Es ist ein K-Prozessor, das heißt, er hat einen freien Multiplikator, den könnt ihr übertakten. Übertakten geht auf B660 allerdings nicht. Da bräuchtet ihr ein Z690 Board für. Und die Erklärung dazu findet sich hier. Wir haben hier oben den 12600er ohne K und hier halt den 12600K, wie er auch in diesem System verbaut ist. Und zwar ist es hier so, der hat gar nicht diese Efficiency- und Performance-Kerne. Und die habt ihr bei dem anderen schon. Das heißt, ihr habt effektiv quasi mehr Threads. Der hat jetzt wirklich nur 6 Kerne, 12 Threads. Hier habt ihr 10 Kerne, 16 Threads. Das heißt, er ist an und für sich schon leistungsstärker. Das hat jetzt nicht nur was mit den Buchstaben zu tun, sondern es ist einfach wirklich so, dass die den ausgewählt haben, weil er schon diese Efficiency- und Performance-Kerne hat. Früher war es halt so, Non-K nicht übertaktbar, K übertaktbar. Jetzt haben sie auch noch den Unterschied. Deswegen lasst euch gesagt sein, das macht schon Sinn, dass sie es gemacht haben. Auf einem Z690er wäre es natürlich besser gekommen, aber es macht trotzdem Sinn. Das ist okay. Es ist auch ein Full-ATX-Board, also kein Micro-ATX, wo ich mir immer so gerne drüber aufrege. Das passt soweit. Das hat gekühlte Spannungswandler, sieht auch einigermaßen schön aus. Ich mag das Design. 4 RAM-Bänke, M.2 SSD kann hier rein, hier die Grafikkarte. Den hier könnt ihr vielleicht nicht benutzen, um zu erweitern, mit einer USB-Erweiterungskarte oder Capture-Card zum Beispiel, je nachdem. Hier könnt ihr dann auch noch ein bisschen erweitern, das passt auf jeden Fall vom Platz her zur Grafikkarte oben. Hier ist nochmal ein M.2-Slot, das heißt, ihr könnt den Speicher hinterher auf jeden Fall noch ganz einfach erweitern. Ihr braucht keine Strippen ziehen oder so, sondern einfach nur M.2 SSD drauf und fertig. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 mit Toslink, WLAN und Bluetooth. Das sind einfach nur diese Anschlüsse für die Antennen, diese runden. Dann habt ihr hier dreimal USB 3.0, einmal USB Typ A 3.1, USB Typ C 3.1, Netzwerkanschluss USB 2.0, DisplayPort, HDMI könntet ihr theoretisch benutzen. Macht ihr aber hier nicht, weil ihr halt eine Grafikkarte im System habt. Aber wenn die Grafikkarte mal abbraucht, könnt ihr wirklich darüber noch ein Bild ziehen und eure Daten sichern oder ähnliches. Vielleicht auch ein bisschen YouTube gucken, wenn ihr wollt.
Alles in allem ist ein vernünftiges Board. Das ist okay, in der Preisklasse auf jeden Fall. Und das kostet 193,90 € bei notebooksbilliger.de. WLAN haben wir hier Wi-Fi 6, 802.11ax, das ist der aktuellste Standard. Dann haben wir hier noch Bluetooth 5.2, ist auch recht aktuell. Asus TUF Gaming 750B, 750 Watt Netzteil. Das reicht für dieses System aus, hat auch 6 Jahre Garantie, ist soweit auch okay, ist leider nicht modular. Das ist für die meisten dann egal, die sagen sich, ich will einen PC kaufen, dann will ich meine Ruhe haben. Wäre es modular gewesen, hat man halt hinterher die Möglichkeit, wirklich nur die Kabel noch zuzustecken, die man wirklich braucht, wie im Falle einer HDD zum Beispiel. Sagt ihr jetzt, ich brauche SATA-Stromanschluss, dann müsst ihr das Kabel theoretisch dabei kriegen, das dazustecken, dann funktioniert das, dann habt ihr ein bisschen mehr Platz im Gehäuse, weil die restlichen Kabel halt immer noch weg sind. Hier ist es nicht modular, wie gesagt, kann euch aber irgendwo auch egal sein, es sei denn, ihr wollt wirklich dran rumschrauben. Was ich nicht so schön finde, 80 plus Bronze, das ist halt sehr ineffizient, das wird sehr warm, es könnte dadurch auch etwas lauter sein, weil der Lüfter dann auftritt, das weiß ich aber nicht, ich hatte es leider noch nicht hier zum Testen. Es reicht wie gesagt aus, Gold hätte mir einfach besser gefallen, ne? So ist es halt. Und das kostet 70 € bei Reichelt. Dazu bekommen wir noch Microsoft Windows 11 Home 64-Bit. Ja, brauche ich nicht viel zu sagen. Ist natürlich gut, dass wir Windows 11 genommen haben. Wegen dieser Prozessor-Variante ist nicht zwingend erforderlich. Ich bin persönlich auch noch auf Windows 10, weil es einfach stabiler läuft, vor allen Dingen mit den Treibern und so. Viele haben Treiberprobleme unter Windows 11 oder irgendwelche Spiele laufen nicht. Das ist aber schon vonnöten mit der aktuellen Intel-Generation. Ist auf jeden Fall besser. Kostet sagenhafte 69,99 €. Bei meinem Partner kriegt ihr das deutlich billiger. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da kommen wir auf den Gesamtpreis von 1514,58 €. Das System soll kosten 1599 €. Das heißt, gut, selbst wenn ihr Windows jetzt noch abzieht, weil es irgendwo billiger kriegt, ist das System okay. Ihr seid noch in dieser Range drin, wo es sich nicht lohnt, die Teile bei Manfactory irgendwo einzeln rauszuziehen und das bei Manfactory bauen zu lassen für 150 oder bei Alternate selber, die bieten den Service ja auch an. Also unter 100 € für zusammenbauen und dann fertig hingestellt mit Garantie und so ist in Ordnung. Könnt ihr so kaufen, die Kiste. Ich vertraue den CPU-Kühler nicht ganz. Wenn ihr die Kiste kaufen solltet, dann denkt vielleicht über einen Darkrock 4 nach, dass ihr den nachrüstet und dann drauf baut. Je nachdem, ihr braucht ja auch wieder dieses Sockelkit, dass der Darkrock 4 da wieder drauf passt und ja, gut, okay. Also so für Standalone, wenn ihr euch ihn hinstellen wollt, ihr habt ein großes Board drin und so, das ist okay. Wie gesagt, es geht mir nur wieder um die Kühlung. Das Thema haben wir sehr oft, das wird oft vernachlässigt, ich weiß nicht warum. Dieser Prozessor geht schon so in die Richtung, dass ich eher eine Wasserkühlung verbauen würde, vor allen Dingen, weil es auch besser aussieht, aber diese schwarze Kiste hier, da seht ihr ja eh nichts, ist ja eh alles zu, von daher ist das Peng. Und jetzt kommen wir noch zu einer Thematik, werde ich sehr oft darauf angesprochen, warum sagst du, dass ein 6-Kerner nicht gut zum Stream geeignet ist? Ja, ich sage es immer wieder, wenn ihr über den Prozessor rendert, dann habt ihr ein besseres Bild als über die Grafikkarte. Es mag sein, in der höheren Nvidia-Klasse, dass die teilweise ein bisschen besser sind, aber spielt ihr mit dem Gedanken, die Grafikkarte auch zu entlasten, weil es ein AAA-Titel ist und wollt über den Prozessor rendern, dann wird es manchmal ein bisschen eng mit 6 Kernen. Würde ich lieber einen 8 Kerner nehmen. Und er hat ein Video gemacht, da sind alle Messergebnisse drin. Mit Game, ohne Game, Streaming so eingestellt, pipapo. Verlinke ich euch auch, ist ein sehr geiles Video, hat auch eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit verdient. 2736 Aufrufe, das ist ja auch schon eine Weile her, das Video, also ich finde es echt top gemacht. Und jetzt ein Satz nur, dass sie es hört, worum es eigentlich geht. Im Endeffekt muss man hier definitiv sagen, dass der 12600K extrem überrascht und eine gute Streaming-Performance liefert. Lediglich, wenn man ein System baut mit dem 12600K, wo gleichzeitig gezockt und gestreamt wird, und man dann auch noch über die CPU streamen möchte, per x264, geht dies bei Spielen, die CPU-intensiv sind, nicht. Das heißt zum Beispiel ein Call of Duty Warzone, ein Battlefield 2042, wenn das überhaupt noch jemand spielt, und ein Apex Legends. Das sind so Spiele, die sehr CPU-intensiv sind und da wäre der 12600K für ein Single-PC-Setup, wenn man über die CPU streamt, nicht die beste Wahl. So, damit ihr da Bescheid wisst, guckt euch das Video ruhig komplett an. Es ist nicht ganz so extrem, wie er es darstellt. Es kommt darauf an, in welcher Qualität ihr auch streamen wollt. Kommt ihr auf die Idee, ihr wollt jetzt wirklich nur flüssiges Gameplay, da darf ab und zu mal ein Fragment und so drin sein, Bildfragment, ja gut, dann könnt ihr das noch machen. Wollt ihr wirklich ein sauberes Streaming-Erlebnis, auch für eure Zuschauer, nehmt einen anderen Prozessor, einen stärkeren. Geht jetzt bei dem PC nicht, weil er fertig ist, aber wenn ihr in Zukunft plant, einen Rechner zu kaufen, ihr wollt mit dem zocken und streamen gleichzeitig, nehmt einen stärkeren Prozessor. So wie ich es euch sage. Ist ja nicht nur meine Meinung, ist ja auch seine Meinung. Guckt euch ruhig mal an, das Video ist echt geil geworden. Und dann denkt an das Mauspad, lasst irgendwie einen Kommentar da, gerne auch zu dem Video, was ich vielleicht noch verbessern kann. Was mir sehr oft gesagt wird, ich soll mal von der UVP der Grafikkarte sprechen. Ja, in der aktuellen Zeit, ob es da Sinn macht,
Dass die PCs umgerechnet zu UVP, zur Grafikkarte, zu teuer sind, ja, das braucht mir keiner sagen. Aber ihr könnt es aktuell einfach auch nicht günstiger bauen. Deswegen vergleichen wir tagesaktuelle Preise, dass meine Videos dann in ein, zwei Jahren eventuell obsolet sind, was das angeht, also die alten Videos. Ja, okay, verstehe ich. Aber wenn ihr noch weitere Verbesserungsvorschläge habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Auch für das Gewinnspiel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Vielleicht sogar noch ein Abo, wenn ihr noch Bock drauf habt. Und dann bis dahin auf Wiedersehen und ciao, ciao.